So, herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge TSW4. Heute geht es auf die Main-Spessart-Bahn mit der Baureihe 112. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich die 182 fahre. Hatte auch schon eine Aufnahme damit gestartet. Wir fahren Münden, Aschaffenburg formt die genau. 21. Juli. Ja, also wie gesagt, ich hatte tatsächlich schon insgesamt drei Aufnahmen gestartet, glaube ich, mit der 182. Die ging nicht, ich habe die einfach nicht losgekriegt. Und ja, da habe ich geguckt, mit welchen Loks man noch so Güterfahrten fahren kann. Und da war der 112 auch zur Auswahl, dachte ich mir, die 112, die kann ich, also die kann ich fahren. Habe ich auch schon öfters gemacht. Da fahre ich jetzt einfach mal die. So. Die müssen wir noch ein. Lösen. Noch irgendwas einstellen. Stark, weiß, eben, so machen wir noch schnell einen Screenshot. So. Ich glaube, wir haben alles. So halt. So jetzt. Los geht's, ab nach Aschaffenburg. Ja, Freunde, also wie gesagt, davor und die 182, ich weiß nicht, warum ich das nicht hingekriegt habe. Die ist mir einfach zu schwierig. Also ich habe da versucht, mit AFB zu fahren. Das ging nicht. Musste man, hatte ich mir auch vom guten Trains and Planer Video angeguckt. Hat aber auch nicht weitergeholfen. Wir werden die auf jeden Fall nochmal fahren. Dichte Fly 30er-Folge, noch wieder Folge, keine Ahnung. Aber auch nur, wenn ich die auch hinkriege. Also wenn ich die jetzt weiterhin nicht hinkriege, dann werde ich das nicht sein lassen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Aber na gut. So, die Strecke sind wir ja auch schon mal gefahren, aber jetzt fahren wir halt mal von Gemünden nach Aschaffenburg. Und letztes Mal sind wir ja von Aschaffenburg nach Gemünden gefahren. Und heute fahren wir nur mal von Gemünden nach Aschaffenburg. So, 110. So, also Freunde, verzeiht es mir, wenn ich wirklich ein bisschen genervt bin und so, aber es nervt einfach, weil es kann ja nicht sein, dass so eine Lok so schwer ist anzukriegen. Ich meine, was soll man denn sonst noch alles betätigen? Ich habe einen Richtungswender betätigt, ich habe die AFB betätigt, die bräuchte man nicht immer, Bremse gelöst. So, und viel mehr muss man doch eigentlich gar nicht machen. Also falls irgendjemand von euch da mehr weiß, wie man die 182 wie betätigt, schreibt das gerne in die Kommentare, aber ich
weiß ich nicht, vielleicht hole ich mir noch mal irgendein Video an, vielleicht weiß ich es gar nicht. Weil ich weiß, der gute Jacko hat hier auch schon mal gefahren. Ich bin ja, wollte ja die 182 Dispo-Lok fahren, aber irgendwie ist die nicht angesprungen. Beim Jacko sah das voll einfach aus. Beim Trains and Plane, na gut, der hatte da noch wie irgendwas anderes gemacht, da hat das ja lang gedauert, bis er losgefahren ist und so. Deswegen habe ich mir das Video jetzt nicht ganz reingezogen. An der gute 112 sind wir auch noch nicht gefahren, von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm. Gleich doch mal über 30. War also auf jeden Fall auf der eine sehr schöne Strecke, die mein Spesserbahn, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist. Aber mir gefällt sie eigentlich. Also nur cool, wenn man auch noch ein bisschen anderen Verkehr auf der Strecke hätte. Beispielsweise der 425 fährt der Klub lang auf der ICE3. Das fehlt halt so ein bisschen. Weil, wenn man halt im Passagierverkehr Motors das vorkommt, ist das irgendwie ein bisschen langweilig. Hoffe auch die Brems bisschen schneller als sie beschleunigt, sonst haben wir eventuell beim Haltepunkt in Aschaffenburg ein Problem. Und wenn die da nicht ordentlich bremst, fahren wir was rotes Signal. Das will ich natürlich vermeiden. Da finde ich halt schon die Loks 185 und 87 oder 193 auch einfacher. Aber die Lok ist halt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube 70er, 80er Jahre auf dem 112. Kommt, glaube ich, auch aus dem Osten. Bin mir nicht sicher. Da kenne ich mich zu wenig aus. So, gleich stoppen 150 vorn. Eigentlich lohnt sich gar nicht, weil hier müssen wir schon wieder zu den Preisen fahren, mal kurz. Das finde ich auch sehr schön hier drüben. Weißt du, was das genau ist? Sieht so aus wie irgendwie. Ja, irgendwie so ein Damm. Das ist irgendwie so was, was Wasser aufstaut. Ja.
Irgendwie so ein kleines Wehr. Wozu das da ist, keine Ahnung, ich war noch nicht. Und ja, Freunde, ich habe ja schon im letzten Video angesprochen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall auf der Semmeringbahn, auf der neuen Strecke mal fahren. Mit der 1116. Das wird ganz cool, weil die auch wirklich sehr schön ist, die Strecke. Werden wir auf jeden Fall im Winter fahren. Hoffentlich auch mit Schnee, aber ich war auf dynamischem Wetter, da kann es sein, dass es erst anfängt zu schneien. Oder gar nicht schneien, das kann natürlich auch sein. Die Lok kann so geschlagen werden. Ich hatte mal gerade den Mitglieder. Wir hatten einen langen Bremsweg, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Charlottenburg rechtzeitig bremsen. Sonst haben wir ein Problem. Kriegt man denn überhaupt auch mal Gegenverkehr? Ja, hier. Komm, sag ich, komm gleich Gegenverkehr. So. Servus, Kollege. 85. Wir sind auch übrigens bis jetzt auf allen deutschen Strecken gefahren, die es für TSB aktuell gibt. Wie gesagt, bis Folge 30 habe ich eigentlich schon mal 10 Proben gefahren. In Folge 28 und 29 fahren wir mal ein bisschen durch die Schweiz. Also halt mit den Fahrzeugen dort. Englisch war auch ganz cool. Ach so, 120 habe ich gar nicht gemerkt. Dass wir 120 fahren dürfen. Aber jetzt habe ich es gemerkt. Freunde, auch wenn ich übrigens mit Sifa und PZB fahre, mache ich ab Folge 30, werde ich vorerst erstmal im Personenverkehr fahren. Güterverkehr ist zwar relativ einfach, aber halt, wir sehen, wie das sich dann am Ende verhält, wenn man dann im Bahnhof einfach zurückgehen kann, kann es sein, dass es dann ein bisschen zu knapp und so. Also ich werde erstmal vielleicht die ersten 20 Folgen im Personenverkehr austesten, auch mal im ICE-Verkehr. Ja, also das werden wir sehen.
kontinuierlich geht's voran. Hälfte haben wir fast geschafft. Und bei 41 Kilometer gestoppt. So, die Geschwindigkeiten sind ja auf jeden Fall auch wieder sehr abwechslungsreich, muss ich mal sagen. Jetzt sind es wieder 100, 120, 160, 140. Also ist das halt da, es halt auch mal Kurven gibt, gerade Abschnitte. Und da sind halt die Geschwindigkeiten unterschiedlich. Und eigentlich hatte ich es ja auch so gemacht, dass ich also in den letzten Folgen, falls es euch aufgefallen ist, bin ich bestimmte Strecken maximal noch zweimal abgefahren oder bestimmte sogar maximal noch zweimal gefahren. Das wird sich aber auch ab Folge 30 ändern, da werde ich öfters mal mit den Zügen fahren. Nicht nur zweimal, sondern auch eine Strecke. Also von daher Dresden-Riesa habe ich ja eigentlich auch schon zweimal abgefahren, Folge 13 nur das dritte Mal. Es gibt ja genug Leute so, die TSW4 Videos aufnehmen, auch auf bestimmten Stellen bestimmt Thema fahren. Natürlich auch in einem gewissen Abstand, aber ja, wobei ist ja eigentlich egal, ob das man fährt überhaupt irgendwas. Mit dem Reiter sieht wirklich schön aus. Aber merkt, wie gesagt, hier hat man sich wirklich nicht viel Mühe gegeben, aber sieht ja trotzdem schön aus. Aber wenn man sich so die Bäume anguckt und so, das sieht jetzt auf jeden Fall viel schöner aus. Also da wird das ein richtiger Wald sein, nicht solche Bäume. Naja, vielleicht sollte die Strecke mal noch TSB 4 Update kriegen, da wird da einiges nochmal aufgewertet. Das sieht vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich mal ab und jetzt so in gewissen Schritten soll das, glaube ich, jede Strecke kriegen, die es noch nicht hat, aber es dauert halt ziemlich lang, weil es, glaube ich, nicht gerade wenig Aufwand ist. Also übrigens zur Zeit auch ganz schön kalt, muss ich mal sagen. Also hier, wo ich wohne in Leipzig, sollen es irgendwie nächste Woche in der Nacht sogar mal bis minus 2-3 Grad werden. Also wenn das Video rauskommt, es kommt am Donnerstag raus, da ist es dann langsam wieder wärmer. Aber ja. Zurzeit ist es halt Aprilwetter. Und man sagt ja, der April macht, was er will. Und das macht er auch gerade. Also die ersten zwei Wochen waren relativ warm, in Ordnung. Und jetzt so die letzte Woche, das war schon ziemlich kühl. Der gute Jack hat das sogar schon gesagt, dass irgendwie bei ihm ist sogar mal geschneit hat. Tja, aber ja, der April macht was er will, also kann es auch mal schneiden. Hier im Tiefland ist das eher ungewöhnlich, dass es mal April schneit. Allgemein ist es ja ungewöhnlich. Also eigentlich schade. Also vor allem noch wenn man im Schnee fährt, sieht viel schöner aus. Ich meine, guck mal, jetzt haben wir hier kein Schnee, einfach nur irgendwie
Natur sieht es auch schön aus. Wenn alles weiß bedeckt ist, das hat auf jeden Fall was Entspannendes auch. Kilometer noch. Also wir sind flott unterwegs. Steht aber auch leider keine Uhrzeit da, wenn man da sein soll. Und schon 20 Minuten steht man, ja, Hälfte ist auf jeden Fall geschafft, also 40 Minuten sollte die Fahrt ungefähr gehen. Ich sagen, dass ich durch die Aktion mit der 182 wirklich jetzt nicht so wirklich Bock auf das Video hatte, aber ich dachte mir jetzt so, ja, das eine Video noch, dann habe ich es auch geschafft mit den Videos aufnehmen, also für die Woche jetzt. Ich nehme die Videos nicht in einem gewissen Abstand auf, meistens pro Woche 2 Videos, und die dürfen halt nicht älter als eine Woche sein, weil habe ich mir halt auch jetzt so vorgenommen, da ich halt auch gerne mitreden möchte, was halt jetzt bestimmtes Neues ist. Und wenn man da ein Video im Monat vorher aufnimmt, ist das ja dann gar nicht mehr aktuell. So. Servus, Kollege. Müsste Heigenbrücken sein. Eigentlich hatte ich ja erst vor in Aschaffen auf der Main-Spessart-Bahn Personenverkehr zu fahren, und zwar von hier Heigenbrücken nach Aschaffenburg rüber. Aber da man dann noch mit dem Duster rumfahren war, und da man den halt schon zweimal gefahren haben, habe ich mir halt gedacht, da brauchen wir halt nochmal einen Güterverkehr. Da der eh zu kurz kommt. Ich weiß auch nicht, warum wir hier 70 fahren sollen. Der liegt vom Tunnel. Weil eine enge Kurve ist hier jetzt nicht. Geht's da hin? Ja, Abstand, glaube ich. Die Lok ist auf jeden Fall ziemlich alt, das merkt man halt. Ehe die Geschwindigkeit mal 120 kommt, das dauert Schlange. So, also Neuigkeiten gerade zu TSW gibt es ja eigentlich nicht. Irgendeine britische Strecke erscheint demnächst, aber das interessiert mich nicht. Mich interessieren nur die Strecken eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ansonsten, ja, nicht wirklich. Semmeringbahn ist ja jetzt erst erscheint. Bin ich auch schon rumgefahren auf der Semmeringbahn. Ja, also schon, eigentlich eine sehr schöne Strecke. Also da hat man sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ähnlich wie der Bernina Express, der war ja eigentlich auch relativ schön. Da ist dem ein oder anderen das eben gesagt. Fährt zu schnell, Leute. Das liegt daran, da es hier halt sehr bergab geht.
muss jetzt halt einfach nebenbei bremsen. Weil scheinbar kapiert das jetzt nicht, dass hier 220 von sind. Das Geschwindigkeitslimit erkennt er halt nicht. Also in den Loks, wo man da AFB anmacht, die dann betätigt und so, eigentlich wissen da die Loks, dass man halt nur ein bestimmtes Tempo fahren kann, was die AFB angibt. Wenn ich da in dem Fall jetzt 120 km/h angebe, bleibt das meistens auch dabei. Aber hier halt nicht. So, hier ist wieder Bahnhof. Servus. Und ein Zug. Moin, Lok. Zehn Kilometer nur noch, also wir sind gut dabei. Aber wir fahren auch ganz schön lange schon. Ich glaube fast eine halbe Stunde mittlerweile. Muss ja auch mal sagen, also übrigens zur Zeit sind ja auch, ist ja auch das neue Format gestartet, Farm-Simulator. Und ich habe das Gefühl, das kommt bei euch nicht so gut an. Da die Aufrufzahlen wirklich sehr wenig sind, bei TSW4 sind da eigentlich meistens schon so mindestens 50 Aufrufe. Beim Farm-Simulator nicht. Also wenn das Format bei euch nicht so gut ankommt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Also ich werde aber eh nochmal eine Umfrage machen, wenn das so bleibt. Ob man das neue Format lassen soll. Gehen und die Geschwindigkeit noch mal ganz schön hoch. 160 und das noch 7 Kilometer vorher. Ich weiß nicht, so langsam wie ich noch bremse, sonst tut mir keine gute Idee. Können ja auch mal gucken, wie weit ist denn das Signal. Das ist ziemlich nah dran. Das ist nicht gut. Aber ich dann nämlich ziemlich. Habe ich dann immer Angst, dass ich überfordert das Signal fahre. Problem ist halt auch, wenn man halt beispielsweise 20, 30 Meter vor der Haltepunktmarkierung hält, also vor der normalen Haltepunktmarkierung, ich rede ein Müll, Markierung, Haltepunktmarkierung, wenn man da halt 20, 30 Meter vorher hält, zählt das manchmal nicht. So, 100. Den habe ich auch schon öfters mal ausgetestet. Beispielsweise war es auch so, immer hat er mich sogar wollte der sich noch weiterfahren, da waren es nur 2 Meter. Ja. Weiß nicht, warum das so ist. Doof ist es aber irgendwie schon, weil muss man halt, wenn das, muss man halt dann noch vorfahren und wenn das rote Signal dann wirklich direkt an der Haltepunktmarkierung liegt, dann hat man halt schon ein Problem, weil dann kann es passieren, dass man eventuell über das rote Signal fährt. Das ist mir auch schon mal bei einem Szenario passiert. Lok bremst ja wirklich schlecht. Müssen wir halt mal nachhelfen. So, mach mal 360.
40. Weil die Bremse ist so schlecht. Doch nur noch 40 fahren. So. Also, wenn die Lok halt wirklich so schlecht bremst, ist es auch blöd, wenn man beispielsweise dann ein bisschen zu spät bremst. Ich kann das halt schlecht einschätzen, wie viel Meter ich vorher bremsen muss. Und wenn das dann noch ganz genau nimmt und ich genau 0 Meter auf der Haltemarkierung halten soll, dann haben wir natürlich noch ein Problem. Nein, das sind halt so Probleme, die mich schon ein bisschen stören. So, jetzt werde ich auch gleich mal auf 20 km/h die Geschwindigkeit reduzieren. Hat den Grund, halt, weil der Zug so schlecht kommt. Guck, der bremst einfach überhaupt nicht. Und da schon mithelfen, damit er überhaupt runterkommt. Also, die Lokomotive ist cool, aber so wie die bremst, das geht überhaupt nicht. Also, Notbremse will ich natürlich auch nicht betätigen. Und guck mal, jetzt kommen wir hier wieder, sind wir hier wieder übelst langsam. Wir haben Zeit. Ich fahre halt nicht schneller als 20 km/h. Es wird bestimmt langatmig jetzt. Na gut. Ja, ich weiß nicht. Nee, wir lassen es. So. So, ich weiß nicht, was nur jetzt zählt, ob ich nun direkt bis vorfahren soll oder nicht. Ja, Gott sei Dank. So. Ja, Goldmedaille, cool. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Fahrt.
Lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.